Und damit willkommen zurück zu Anno 1800 und unserer wunderschönen Insel. Und wir haben direkt die Aufgabe hier zu kommen, ein bisschen die Wahrheit zu verbreiten. Das ist ein ganz frischer Blick. Meine Wahrheit. Es trägt Ihre Handschrift. Natürlich trägt es meine Handschrift. Ich würde dein Hirn auslöffeln. Und ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht bemerkt, aber es rauscht nicht mehr. Es sollte nicht mehr rauschen. Denn ich habe endlich mal mein Aufnahmeprogramm gewechselt. Ich habe es geschafft, OBS so hinzukriegen, dass es scharf aufnimmt. Ich hoffe, dass ich es hingekriegt habe. Wenn nicht, dann. Tja, dann wäre die Aufnahme voll scheiße. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier die ganze Steinkohle hier abbauen. Ingenieure, zack, Kohleminen 1 und 2. Machen hier ein Lagerhaus hin. Verbinden das Lagerhaus. Zack. Zack. Und damit ist das Lagerhaus an der Straße dran. Jetzt müssen wir nur noch eine Route hier finden, die irgendwas transportiert. Ja, die ist wahrscheinlich voll. Die ist wahrscheinlich auch voll. Pelle. Was ist das? Das ist ein Kanonenboot. Okay, nee, das kann ich weiter transportieren. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ist das ein Schoner? Ist ein Kanonenboot, verdammt. Die Waffenruhe wurde beendet. Ich habe noch so wenig Handelsrouten, das ist aber traurig. Okay, nichtsdestotrotz. Hier haben wir einen Bereit für den Clipper. Einsatz. Der Clipper hier. Zack, Handwerker. Nummer 1. So, wo gehst du hin? Was ist denn das hier? Zink. War wahrscheinlich Beton, oder? Stahlbeton, genau, wie ich erwartet hatte. Also Leute, wir brauchen hier jetzt mit einer Stahlbetonmühle. Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen. Und wir brauchen viel Stahlbeton. Richtig viel. Uiuiui. Ah, das ist nicht ohne, was es braucht. Mach ich mal so. Zack. Und geradeaus durchbauen. Und das soll ich Ihnen glauben. Und Stahlbetonproduktivität hochstellen. Zack. Bisschen Rebellion ist nicht schlimm. So, wie sieht's hier aus? Tja. Die wollen Kaffee haben. Da fällt mir ein, Expedition. Bringen Sie uns in ruhiges Fahrwasser. Okay, wir haben leider keinen Boost auf irgendwas. Ich schätze mal, wir müssen hier unten hin, deswegen gehe ich mal hier oben lang. Und man merkt vielleicht, ich bin ein bisschen verschnupft. Fortsetzen. Genau, 23 Tage. Dann gehen wir mal in die neue Welt rein. Okay, was braucht der Kaffee hier? Ist ja fast nix. Aber die brauchen viele Arbeiter. Scheiße. Für mich ist der Himmel nicht mehr blau. Es gibt pro Haus Die zwei Hälfte ist schon Oberos mal mehr. geschafft. Das sind doch keine Magen. So, dann machen wir noch mal Sie hier. haben ein neues Zack. Zwischenziel erreicht.
Und wenn ich jetzt theoretisch den Kaffee anbaue. Ich habe kein Holz mehr. Aber klar, irgendwas fehlt immer. Erwarten neue Horizonte. Holz bitte, ein Land. Eins, zwei, drei. Bereit für den Einsatz. Fahr du hierher und du bleibst auch erstmal hier. Neue Ziele? Okay, warum? Er hat super viel Stahl dran, das soll glaube ich nicht so sein. Ruder übernehmen. Wenn wir so kleine. Hol ich mir gerne. Die nehme ich gerne mit. Wie sie und entschuldigt mich kurz. Was davon? Ich glaube, das werde ich kurz rauscutten, aber ich brauche unbedingt ein Taschentuch. So, und da bin ich wieder. Wir hatten gerade eben hier ein Torpedo gekauft. Mann, ey, das Taschentuch war jetzt echt nötig, ey. Und den lassen wir jetzt mal hier hinfahren. Zack. Er fährt hoch. Schauen wir mal kurz auf unsere Routen rauf. Das passt soweit. Ja. Wir schauen nur mal eben schnell. Hat sie hier einen Clipper zu verkaufen? Nee, das ist nur eine Fregatte. Okay, dann brauche ich es nicht. Alte Welt, zack. Dich brauche ich auch nicht. Du kannst erstmal weggehen. So, theoretisch müsste unsere ganze Flotte noch hier stehen, ne? Genau. Die hat cooles Zeug von ihm bekommen. Nehme ich mir alles gleich mal mit. Zack. Flotte erwartet Befehle. Dann, ups, ich habe nicht alle ausvisiert. Zack. Ach, er ist gerade in irgendeinem Friedensmodus, weil er angegriffen wurde. Egal, stell dich einfach mal davor. Und in dem Moment, wo Friedensmodus beendet ist, wird er hier erstmal. Ja, weg damit. Brauche ich nicht. Die Waffenruhe wurde beendet. So, den hole ich mir. Na? Ihre Majestät speist äußerst. Für Archibald. Perfekt. Schwupps, dann sie. Erwarten neue Horizonte. Ich habe noch kein Handelsrecht mit ihr. Diplomatie. Lach doch mal. Wir nehmen es. Noch nicht. Achtung. Scheiße. Setzen Sie Ihr Schmierfett. Eieiei. Mein Schmierfett. Ja, ja. Immer mein Schmierfett. So. Die Flotte ist auf dem Weg. All die perfekt. Verlorenen Seelen, die sterben würden, um zu leben, folgen mir. Einer, die lebt, um zu sterben. Stillgestanden. Admiral. So, dann gehen wir hierher. Gucken, dass wir jetzt hier bei denen. Zement. Zement wird produziert. Yes. Perfekt. Die Ingenieure brauchen 10, 10. Okay, das heißt. Alle stehen bereit. Gucken wir mal. 15, 20, 30. Bringen Sie uns auf Kurs. Nehmen wir den mal. Okay. Oh, ich bin durch. Ich hab's geschafft, Jungs und Mädels. Wir können nicht erwarten, sie gleich zu finden. Dies ist eine riesige Wildnis. Es ist 2 Jahre her. Und die Admiralität sagt, sie hätte alles versucht. Aber die haben ja auch keinen Ehemann verloren. Wunderschöne Zwischensequenz. Noch ist ihnen in den Sinn gekommen, den King William Sund abzusuchen. Da! Ein Lager! Verlassen.
Aber das haben wir schon erwartet, nicht wahr? Mein John hat einen schönen Platz ausgesucht. Vielleicht gibt es Hinweise, wo sie hingegangen sind. Ja, gucken wir mal, ne? Ich hatte ihnen Belohnungen versprochen. Hier, dafür, dass sie Johns Lager gefunden haben. Das ist ein bisschen knapp hier. Johns Lager soll uns dienlich sein. Ich glaube, das Schiff habe ich schon hier hingeschickt, genau. Die Kohle hält alle am Leben. Okay, cool. Ich würde gerne dieses Eiland beanspruchen im Namen des Kaisers und der Kaiserin. Kannst du machen. Bannerträger betreten neues Land. Meine Familie ist stolz auf mich. Was habe ich hier oben? Oh, zack. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ach, das sind die Eskimos, okay. Ja, dann werde ich, schätze ich mal, nächste Folge mal ein bisschen in der Arktis rumgeistern. Ich könnte wetten, du steckst mit dem König. Aber vorher gucken wir erstmal, dass die alte Welt hier ein bisschen vorankriegen. Waren. Was kann ich hier mal abschalten? Die kann ich erstmal abschalten. Könnten sie genauso gut arbeiten? Schnauze, du Fettsack. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Meine Nase läuft schon wieder zu. Ist unglaublich. Ist unglaublich. Ah. Der Kampf gegen den Schnupfen. Ey. So, ich habe jetzt die beiden abgeschalten, weil Eisen extrem schnell runtergeht. Ein neuer Auftrag. Du kriegst... hier wollte ich Stahlbeton reinladen. Genau. Zack. Ah, ich brauche eigentlich nur 20 hier drin. Und du fährst hier hoch. Steuermann. So. Hier drin brauche ich dann 10 und 10. Eisen habe ich hier noch. Das ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Perfekt. Bauen wir den Konto hier mal hoch. Wir helfen, wo wir können. Haben wir ein bisschen erhöhte Lagerkapazität von 700. Sie ist klein, aber oho. Hier, er hat den Stahlbeton. Zack, eingelagert. Hier. Schwupps und hier. Ach, habe ich ja schon. Natürlich, natürlich. Ich habe gerade eben ja. Das Königliche. Kein Platz mehr frei. Verbraucht, als ich den Konto abgegradet habe. Hat er mal wieder super mitgedacht, ne? Hat er toll gemacht. Neue Befehle. So, du. Da hoch. So, König Archibald. Aber sicher. Erwarten neue Horizonte. Auf Ihren Befehl. Ups, wollte ich nicht. Ich wollte, dass du hier bleibst. Herrje, mein Magen krampft wieder. Ups. Zack, 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 zack. 21.000. Passt. Okay, das brauche ich noch nicht. Oh. Nehme ich mal noch ein Stack. Darf er mit? Clipper begib ich hier hin. Zack. Ziele in Sicht. Stahl ist noch nicht wieder oben. Nope. Zement bringst du mir von hier.
Ich habe keine mehr hier. Fuck. Aber theoretisch, wenn ich ihn hier ausbauen würde, müsste ich neue Arbeitskraft bekommen. Komm, wer hat den Stahl dabei? Du hast den Stahl dabei. Zack, Stahl, Zinn. Die Flammen sind außer Kontrolle. Eigentlich ist das Feuerwehr auf dem Weg. Ich weiß nicht. Feuerwehr ist auf jeden Fall da, das heißt... Oh, hier habe ich das Städtegebäude. Ist natürlich gar nicht schön. So, habe ich jetzt Zinn wieder aufgebaut? Ja, habe ich. Kein Lagerhaus. Zack, behoben. Ich muss, glaube ich, nochmal Nasenstolzen gehen. Das gibt's doch gar nicht. Handelsroutenmenü, zack. Von hier nach da. Oh, ich gehe nochmal kurz aufs Nasenstolzen. So, nächster Versuch. Mit wieder freier Nase. Ich habe gerade eben nochmal einen Corona-Test gemacht, aber der kam negativ raus. So, gucken wir mal an. Du nach da und Warenladen. Beziehungsweise Eisen. Eisen. Er sollte eigentlich Eisen produziert haben. Dich. Und dich. Und genau das alles wieder entladen. Zack, annehmen. Die Frage. Ach. Oh, scheiße. Merk gerade, dass ich den hier gar nicht an Lagerhaus angeschlossen habe. So ist am Lagerhaus dran. Wir werden beobachtet. So, jetzt kann er. Er kann abdämpfen. Wie im Gefängnis hier. Und er hier. Guck mal, dass er hier durchkommt. Zack, damit ist er hier auch angeschlossen. Zack. Dann haben wir hier auch kein Shortage mehr. Zack. Was immer Sie sagen, Boss. Ich bin dabei. Dann passt das hier. Hier kommt auch was. Was ist das Sie hier? Antun, machen Sie bloß weiter so. Stadtfest. Ich wünsche... Cool. Was ist da hinten beschädigt? Irgendwas war hier hinten beschädigt. Da. Warum bist du beschädigt? Ja, bist nicht meins, okay. Bist nicht meins, okay. Alles gut. Das bedeutet, Kohle und Eisen wird angeliefert. Perfekt. Wird in den Stahlbetonmühlen direkt weiterverarbeitet. Perfekt. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ups. Das wollte ich so eigentlich gar nicht. Ja, so.
wieder aufbauen. Naja, egal. Neue Welt. Hier hatten wir kein Holz mehr und Holz hatten wir angeliefert. Zack, zack und zack. Schwupps. Einmal rüber. Dann kurz weg. Was weiterführen. Was gebe ich alles dafür, nur einmal aus diesem Loch herauszukommen? 1, 2, 3, 4. Ihre Weigerung ist höchst verdächtig. Ja, du mich auch. So, zack. Einmal voll machen, bitte. Einmal voll machen. Ist nicht voll. Jetzt ist er voll. Genau das gleiche hier. Und noch einmal hier. Darauf kommen wir jetzt 1, 2 Kaffeeröstereien und ein Lagerhaus. Und sobald die hier richtig angefangen haben zu produzieren, kann ich die auch so schicken, dass Kaffee praktisch in die neue Welt gesendet wird. In die alte Welt heißt es ja. Zack. Das Lagerhaus. Das ist... Perfekt. Es gibt nicht viel zu feiern. Jetzt können sie hier alle schön in die Küche gehen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Mit Kaffee kommen auch mehr Leute her. Perfekt. Genauso soll es sein. Dann brauche ich hier bald mal Stahlbeton, dass ich die Elektrizität aufbauen kann. Genau, Ölraffinerie braucht Stahlbeton. Jetzt mal werde ich hier oben eine setzen und... Mal gucken, wo ich die Raffinerie hinsetze. Geht's um die alte Welt? Stahlbeton produziert, Ingenieure. Messinghütte. Ich hatte gesagt, ich brauche. Das war in der nächsten Folge. Aber ich kann ja schon mal eine Messinghütte setzen. Den Einfahrt für den Waggon-Teil. So. Couch brauche ich auch noch. Neue Welt. Kautschuk. Mal schauen, wo kann ich die mal eben hin platzieren. Wo fällt sie nicht auf? Ich schätze mal, hier oben würde es sich auffallen. Kautschuk. Das Schöne ist, ich brauche hier kaum was. Nur Fläche und sonst nichts. Ich weiß aber nicht, wie effektiv die produziert. Deswegen mache ich einfach mal 3. Die kostet ja nichts. Ach, schon Limit erreicht. Okay. Die kostet halt wirklich nichts. Zack. Damit habe ich 4 Kautschukplantagen. Die liefern an das Lagerhaus hier. Gar kein Stress. Sowas hatten wir hier noch nie. Oh, was haben wir hier? Große Flotte von ihm.
Ah, da greife ich nächste Folge mal. Kack. Oh, wo? Ach, dann sehen wir ihm. Ich will nochmal zu. Schaut alle zu. Bam. Das sieht halt einfach zu geil aus. Greif zu. Du hast diese Insel verdient. Zack, weggewiped. Sie mir dann später wieder. Oh, er hat einen weiteren goldenen Mörser. Wirkst, verspreche ich es dir gleich zu tun. Das ist natürlich sehr nett, dass er uns den einfach so schenkt. Zug um Zug. Mit Lug und Druck. Lotte bereit. Lotte unterwegs. Weg damit. So. Dann sollte das für die Folge gewesen sein. Genau, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich ein bisschen die Arktis erkunde. Und vielleicht muss ich mal gucken, wie ich dann das Let's Play mit New World reinbringe, weil das kommt morgen in die Beta. Und ich wollte auf jeden Fall Beta-Let's Plays machen. Und dann natürlich auch, sobald es rauskommt, vom richtigen Spiel. Ist ja klar. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, gehabt euch wohl, euer Geig. Servus.